Haha! Ja, Leute, es ist endlich soweit. Wir sind bei der letzten Aufnahme von The Legend of Zelda Four Sword Adventures. Und dann starten wir gleich mal den Palast der Winde. Mit epischer Musik. Ich mach mir mal kurz lauter. Da funktioniert der Gerät. So. Gehen wir mal los. Oh. Das letzte Tor öffnet weit. Und wir gehen hinein. Palast der Winde. Und hört ihr? Die Musik ist anders. Oh mein Gott. Okay, ich gehe erstmal hier lang. Oh. Scheiße! Stirb! Stirb! Autschen! Ja, das... Au! Au! Wie lange hält denn der auf? Ah, geht doch. Yay, gleich beim ersten Gegner fast verreckt. Ist das nicht wunderbar? Das ist immer schön. So, Vasen kaputt gemacht. Und Truhen. Truhen, Truhen, Truhen. Wow. 5 Forstkristalle, sammle weiter. 50 Forstkristalle erhalten. Man fühlt sich mutiger. 100. 200! Wow. Okay, also mehr gab's hier nicht, oder wie? Okay. Das ist ein Level, der ist extrem riesig. Und, ich kann mich an den überhaupt nicht erinnern. So gut wie überhaupt nicht, meine ich. Zum Beispiel, dass hier diese Feuermagier kommen. Wusste ich nicht. Mann! Mann, spring doch mal! Mach doch mal eine Sprungattacke! Will er nicht. Hm. Au! Stirb! So. Okay, okay, okay. Wir wissen, hier geht's schon mal weiter, aber was wäre hier gewesen? Der war schneller. Tot, meine ich. Ne? So ein Müll hier. Jetzt wurde ich auch noch eingesperrt. Okay, also wieder Schieberätsel. Nein. Nein. Nee. 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 Ja. Ja. Und... Ja, so, sind wir wieder frei, ne? So, dann können wir auch mal weiter in den Schattenpalast. Ne, Windpalast, Entschuldigung, Schattenpalast war was anderes. So. Ja, und zwar ist hier schon der erste Raum, wo ich fast verreckt bin. Beim allerersten Mal, komplett ohne Internetlösung, ohne alles... Knallhart durchgezogen. Ich habe hier um die 4 Stunden gesessen. Nur in diesem Raum. Wohlgemerkt, ne? Also, ist nicht so, dass... Oh, siehst du mal, Pfeil und Bogen sind wir schon gut. Ey. Ach so, ja. Gehen wir mal nach unten und gucken, wo wir schießen müssen, wa? Ja, gut. Den haben wir getroffen. So, dann können wir nämlich hier hochschießen. Oder auch nicht. Wow, knapp. So, und jetzt können wir hier schon hochschießen. Auch nicht. Gut. Aha. Aha. Okay, haben wir das schon mal geschafft, ne? Erinnere mich gerade irgendwie an diese Zekonas. Entschuldigung. So. Ja, ja, ja. Wie machen wir das? Wie ihr sehen könnt, bleiben die Pfeile einfach auch daran hängen. So! Aha. Scheiße. Okay, also wir können hier... So, ja, der Putt. Passt. So, 100 Forstkristalle.
Das ist echt kompliziert, weil die immer verschwinden und dann wieder auftauchen. Ja, genau das meinte ich. Wo haben wir noch welche? Da unten. So. Sackgasse. Oh. Und hier oben noch. So. Bleibt natürlich so bestehen, das Rätsel. Ne? Es ist nicht gerade angenehm, aber es ist halt so. Und, ah ja, gut. Jetzt kommen wir nicht mehr in der Mitte. Ja. Oh, eine Mondperle. Insgesamt brauchen wir hier tatsächlich 4 Stück. Ich gucke gerade auf den PC und sehe nur, dass es extrem hängt. Einen Moment. Jetzt geht's? Ja, jetzt geht's. Gut. Also kann es schon mal sein, dass der Anfang der Aufnahme ziemlich verruckelt ist. Super. So, erste. Für die zweite braucht man einen Bumerang. Für die zweite Prüfung. Also, ich zum Teil mache ja die Let's Plays von mir so. Also bis jetzt, bis auf die Blind LPs, ne, mache ich so wie so eine Komplettlösung. Scheiße. Uno Momento. Da gab es einen Trick. Ich glaube, das war irgendwie so. Stirb. Nee. Nee, 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 nee. Okay, hier kann man vorerst noch nicht weiter. Gut, hier brauchen wir einen Schlüssel. Was passiert, wenn ich hier ziehe? Wow, wo habe ich die Bombe her? Schätze mal, dann explodiert es irgendwie. Ah, hier brauchen wir einen Hammer. Das war unter anderem. Also, jetzt kommt unter anderem ein Rätsel, wo ich sehr lange für gebraucht habe. Und mit sehr lange meine ich wirklich sehr lange. Oh Gott, hab ich rumgerätselt. Also, ich meine jetzt nicht das hier, ne? Das ist noch leicht. Aber was uns hinter diesem Raum befindet. Was uns hinter diesem Raum erwartet und nicht befindet. Was uns hinter diesem Raum befindet, das ist ja auch tolles Deutsch, ne? So. Ach, ich bin blöde. Die Dinger muss ich ja alle kaputt hauen. So. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Au! Manu! Ja, so. Stirb und stirb. Jetzt ist hier nämlich die Tür offen. Und ich bin so gut wie tot. Ich hasse Stacheln. Das hier habe ich nicht gerafft. Ich weiß ja nicht, ob es irgendjemand von euch jetzt so direkt versteht. Ich habe es nicht gerafft. Der Trick. So, so, so und so. Ich bin da nicht drauf gekommen. Fragt mich nicht, wieso ich das nicht. Ne? 50? Nee. So. Gut. Fragt mich, wie gesagt, fragt mich nicht, wieso ich da nicht drauf gekommen bin. Ich bin auf jeden Fall nicht drauf gekommen und bin verzweifelt. Oh, 20 Forstkristalle nehme ich mit. Herzen? Nö. La 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 la. So, so, so. Wow. Herzen? Herzen. Ey! Au, Herzen. Herzen. Nix Herzen. Solche Egoisten-Schweine. Blablabla. Gut, wie kommen wir da oben an die Truhe? Ah ja, ich verstehe schon. Mache ich auf dem Rückweg, ne? Wenn ich nicht verrecke. Was ziemlich danach aussieht. Hä? Moment. Oder so. So, so geht's natürlich auch. Das ist, ne, das ist immer schön. Das ist immer gut. So,
Aha, so war das. So. Nee. Na. Oh, da wirft Knochen. Stirb. So. Die nächste Mondperle. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man in die Schattenwelt muss, damit man das Zeus hier kriegt. Wie heißt es denn? Schlüssel. Schlüssel. Weiß ich gar nicht mehr. Also wie gesagt, ich erinnere mich an diesen Level hier so gut wie überhaupt. Überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. Schon wieder so ein super deutscher Satz. Was ist heute los? Naja. Jetzt tragen wir erstmal diese Mondperle weg hier. Die klauen wir einfach mal. Ich hoffe ja natürlich, dass diese Stacheln jetzt irgendwie weg sind. Wenn nicht, dann muss ich so irgendwie... Klasse. Okay. Hab's umgang. Ich bin so gut. So, Hier bitte ist den Bumerang. Schüssel haben wir noch, ne? Mal gucken, was gibt's denn in der Schattenwelt? Achso, Truhen. Jo. Alles gut. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe doch, das stört euch nicht. So, was gibt's hier? Gibt's hier einen Schlüssel? Nö. Ja. Der große Raum. Der große, große Raum. Den ich nicht mag. Sag mal, wo nimmt der immer die Bombe her? So, ich ziehe einfach mal an dem Hebel hier. Mann! So. Was passiert dann? Oh oh. Es gibt einen Bombenhagel. Bumm. Okay, dann muss es irgendeinen anderen Weg geben, damit ich da den Schlüssel kriege. Ach, natürlich. Ja, jetzt war ich extra doof. Hier, schon wieder so ein Ding, wo ich nicht so schnell drauf gekommen bin. Was soll der Scheiß? Jetzt war ohne Scheiß. Hahaha. Da habe ich mich auch ziemlich verarscht gefühlt. Wie soll ich denn darauf kommen, dass ich den bitteschön durch die Wand durchschmeißen kann? Jetzt kommt etwas, das habt ihr im gesamten Spiel noch nicht gesehen. Das wollte ich eigentlich mal machen, aber hier muss ich es ja eh machen. Ich gehe mit dem Grün in die Schattenwelt. Jetzt klaue ich mir den Lilanen, wie ihr sehen könnt. Der Lilane schwebt jetzt hier lang. Lol. Okay. Hier drüben kann ich wieder raus. Ich bin direkt am Portal vorbeigegangen. So. Hui. So. Mit dem jetzt noch. Und mit dem Grün ganz einfach hier durch. Hier gibt es einen kleinen Schlüssel. Und. Ha, wer hat was anderes erwartet? Die Mondperle. Entschuldigung fürs Räuspern. So. Hui. So, jetzt einfach noch durch die Schattenwelt. Wieder hoch. Und. Ja. Noch nicht ganz am Ziel, aber. Sind schon auf dem Weg dahin. So, den Schlüssel liefern wir als erstes ab.